Gesellschaft kann man daran messen, wie sie mit ihren alten Menschen umgeht. Und dazu gehören in unseren Breiten ausreichend Betreuungs- und Pflegeeinrichtungsplätze. Die SPÖ setzt sich dafür ein, in den nächsten Jahren insgesamt 320 Plätze in 6 neuen Altenheimen im Bezirk zu errichten. Die Zahlen und Fakten wurden vom Land Oberösterreich erhoben. Sie zeigen uns sehr deutlich, dass mehrere Altenheime im Bezirk Vöcklabruck notwendig sind. Man kann nicht alle gleichzeitig errichten, daher ist es notwendig, Prioritäten zu setzen. Für uns als SPÖ-Bezirksorganisation hat natürlich Ampfelwang und Otlang höchste Priorität. Besonderer Bedarf für die Errichtung eines Altenheimes besteht in Ampfelwang am Hausruck. Bis 2015 müssen im Kohlerevier 2 Pflegeheime errichtet werden, das eine in Otnang und das andere in Ampfelwang. Und ich habe bereits mit der Bürgermeisterin Schönbaus für Ampfelwang und mit dem Bürgermeister Sensenberger für Otnang die Gespräche geführt. Das Ganze ist am guten Weg. In Otnang ist es auch so, dass gleichzeitig das neue Gemeindeamt mitgebaut wird und da ist auch schon der Bauplatz da. Das heißt, ich bin sehr zuversichtlich, dass wir das Ganze bis 2015 zustande bringen. SPÖ-Bürgermeisterin Rosemarie Schönpass und ihr Team setzen sich für einen Neubau im Ortszentrum ein. Wir in Ampfelwang und ich als Bürgermeisterin werden weiter kämpfen, dass unsere älteren Menschen hier in Ampfelwang in Ruhe alt werden können, dass sie die beste Pflege haben. Vorgesehen ist ein 48-Bettenheim und es soll auf der Duftschmiedwiese neben dem betreubaren Wohnen stehen. Wir kooperieren mit Dimmelkamm und Otnang, damit auch Synergien geschaffen werden, dass Kosten eingespart werden. Es ist alles in Planung, es ist alles im Laufen. In der Prioritätenreihung im SAV sind wir in den Jahren 2010 bis 2015 und ich bin zuversichtlich, dass wir es schaffen werden. Und darum am 27. September Liste 2 SPÖ.